Kompressor. Steht nirgendwo, wo es den gibt, ne? Also irgendwie wäre schön, wenn man das vielleicht, wenn die Wiki-Informationen. Achso, hier Moor. Ne, wenn die Wiki-Informationen vielleicht ein bisschen. Übrigens scheint es so, wenn ich mir so die Bilder angucke, die die Google-Bildersuche von sich gibt, dass man gar nicht zwingend die Förderbänder an die ganzen Fabriken bauen muss, sondern das einfach so hintereinander weg irgendwie bauen kann anscheinend. So macht das für mich den Eindruck. Oh, Plastanium-Kompressor, ja, muss ich ja mal gucken, wo es das Ding gibt. In welchem Level? Kann ja so schwer nicht sein, das rauszufinden. So, hier kommen wieder Gegner an. Werden auch direkt in die Mangel genommen. Ast rein. Und hier ist ja kaum noch was kaputt. Also hier ist kaum was kaputt gegangen bisher. Das ist halt gerade das, was ich so cool finde. Oh, was ist denn hier mit der Produktion los? Lässt ja ganz schön nach hier. Da müssen wir hinten nochmal ein bisschen die Kohle mitnehmen. Ich mache die Welle gleich nochmal hier, wenn wir hier so viel Explosives haben und die Gegner naja, das ordentlich abfedern. Ich glaube, da würde ich mir sogar auch einen Endboss zutrauen, dass hier ein Endgegner kommt. Wenn die hier so zack und weg. Ja, komm, ich mache die Welle auch gleich noch hinterher. Jetzt werde ich ein bisschen übermütig, glaube ich. Oh, es kommen gleich 12 Gegner, aber ich glaube, die haben auch keine Chance. Ja, Sektor erobert. So schnell geht das. Welcher Sektor war jetzt under attack gewesen? Windswept Island kann ich zum Beispiel noch gar nicht spielen. 37. Komm, wir machen das jetzt so wie in der letzten Aufnahme. Geben wir mal einen kleinen Bonus. Oh, hier ist aber viel kaputt gegangen. So, wo waren die Gegner jetzt? Hier unten. Ah, hier ist wirklich viel kaputt gegangen. Sieht man noch den Plan, wie es gebaut wurde. Lass mich also ein bisschen Abwehr bauen. Wir können natürlich hier so Hail und so, da fehlen uns Sachen dafür. Das war, glaube ich, so auch mit einer der allerersten Sektoren. Ich glaube, jetzt mit so ein bisschen mehr Wissen von dem Spiel können das Ganze doch ein bisschen bisschen einfacher werden. Was habe ich denn da jetzt gebaut? Hier unten ist noch alles zu, aber auch teilweise kaputt. Blöd hier teilweise gebaut. Ich glaube, das kann man gleich so, wie es ist, abreißen und irgendwie effizienter bauen. Da hinten gibt es Blei. Also das muss eines der allerersten Level, die wir gespielt haben, sein. Weil so, das ja auch immer mal geben, mal frei hier 11 Gegner.
Blei, Sand, hier gibt's Wasser. Vielleicht hier die Abwehr auch nochmal wieder zubauen. Oh, jetzt kommen die. Die kommen aus der Luft jetzt. Die verschießen jetzt erstmal ihre Reste hier. Wir machen ja doch einiges an Schaden. Verporten. Die schießen jetzt mal alles kreuz und klein. Wo ist meine Luftabwehr, wenn man die mal braucht? Ist das wirklich so, dass ich das einfach nur hier so dran bauen muss? Scheint aber wirklich so zu sein, ne? Das ist ja cool. Das spart ja dann im Grunde genommen. Oh, da kommen jetzt auch noch andere an. Das heißt, hier ist wieder irgendwo. Achso, das habe ich ja gar nicht hier. Nicht, dass das jetzt hier schon gewesen ist. Oh, das war's schon. Eieiei, okay. Ach du Scheiße. Ganz kurze Sache hier. War das jetzt gerade gewesen? Was heißt denn das? Ach, das Rot ist gegnerische Basis. Haben die jetzt den Sektor wieder zurückerobert, heißt das das? Oder wie? Na gut, jetzt kann ich eigentlich den großen. Nee, oder? Kann ich den großen Keller nicht mitnehmen? War das überhaupt 97? Ja, doch. Tatsächlich. Nö, das lasse ich mir jetzt aber nicht. Also 50 Wellen sind das. Oh, das wollte ich eigentlich jetzt hier nicht. Machen. Aber ich könnte es ja zumindest mal kurz anspielen. Ein bisschen aufräumen hier. Den ganzen Spaß ein bisschen effizienter bauen. Kann man eigentlich diesen Bauplan hier irgendwie abschalten? Das irritiert ein bisschen. Hail habe ich. Aber der braucht Graphit. Na gut, könnte ich theoretisch aus dem. Aus dem Dings nehmen. Ich weiß, ich übertreibe das jetzt hier leicht. Das muss. Lass mir das ja nicht nochmal von den Gegnern bieten. Ach, hier sind sie auch durchgestoßen. Neu bauen. Ach ja, das kann ich ja doch hier pneumatischen Bohrer und sowas bauen. Stimmt, das nimmt er ja aus dem Dings. Theoretisch hätte ich, glaube ich, nee, Titan habe ich nicht. Aber das könnte ich auch hier unten jetzt nutzen. Das mache ich einfach mal hier. Gegner hassen diesen Trick eventuell. Industry-Experten vielleicht auch. Schütteln den Kopf, was ich ja wieder für einen Mist baue. Ach, ihr seht das doch alle bestimmt ganz entspannt, oder? Ein bisschen Unsinn muss ja auch sein.
Kupfer geht stark ab hier. Müssen wir erstmal hier Hauptquartier mal die Kupferanbindung herstellen. Ach, das steht ja auch noch. Das ist gut. Können wir auch den pneumatischen Bohrer hinpacken. Ungarn schlägt sich tapfer. Steht immer noch 0-0. 78. Spielminute. So, ist auch noch was für die Luftabwehr. In dem Bereich. Ja, dann machen wir das doch einfach mal so hier. Das einfach mal hier so drumrum. Koffer gehen dann doch deutlich zur Neige. Ja, machen wir es auch mal. Jetzt sind wir wirklich gleich out of Kupfer. So, es kommt eine Welle mit einem Gegner. Die werden wir doch hoffentlich hier abwehren können. Jawohl. Wäre ja auch blöd, wenn das nicht geklappt hätte. Na gut, da müssen wir gleich nochmal gucken, dass es mit dem Kupfer im Hauptquartier noch ein bisschen schneller geht. Hier gibt es ja auch noch genug. Achso, da muss ich auch überhaupt erstmal selber Kupfer haben dafür. So, jetzt.